Hallo Leute, kommen wir nun zu dem Tutorial zur Bedienung der Lackiermaschine Fanspray One. Wenn ihr die Maschine angeschlossen habt, der Hauptschalter ist eingeschaltet und ihr schaut auf den Display, müsstet ihr eigentlich dieses Bild sehen. Das Bild zeigt euch vereinfachte Darstellung der Maschine, wie sie bedient wird. Einschalten wäre zum Beispiel auf dem Ausknopf. Des Weiteren kann man hier noch über den Handbetrieb schauen, was kann man noch machen. Man kann zum Beispiel Transportgeschwindigkeit einstellen, man kann den Pistolenarm vor-, zurückfahren, mittig fahren und man kann jede einzelne Pistole testmäßig mal bedienen, ob es funktioniert, ob Lack ansteht oder ähnliches. Raus geht es dann wieder auf die Art und Weise. Dann kann man noch über dieses Menü schauen, was habe ich für Meldungen anstehen. Mahnmeldungen, Störmeldungen oder irgendwelche Meldungen. Wie ihr seht, im Moment sind da 4 Meldungen angesagt, interessiert uns aber nicht. Gehen wir wieder raus, gehen wir zurück. Hier haben wir eben nochmal das Gleiche mit den Meldungen. Gehen wir wieder raus, gehen wir zurück. Wir können Rezepte abrufen. Vorgespeicherte Rezepte oder Rezepte, die ihr euch selber anlegt. Dazu kann aber euch gleich meine Kollegin Sarah was sagen. Die kennt sich da ein wenig besser mit aus als ich. Auch da gehen wir wieder zurück. Im letzten Menü haben wir dann noch ein Menü zum Thema, ja, hier kann man Betriebsstunden ablesen. Wie lange ist die Maschine schon gelaufen? Wenn man große Probleme hat mit der Maschine, könnte man hierüber den Fenn-Jakob-Service kontaktieren, was natürlich nie passieren wird, weil diese Maschine läuft, wenn sie einmal läuft. Auch da können wir wieder rausgehen. Schauen wir mal, was die Kollegin Sarah noch zu sagen hat. Danke euch! Danke an meinen Kollegen Olli, der uns schon ein bisschen was von der Bedieneroberfläche gezeigt hat. Ich gehe jetzt hier näher auf die Rezepte ein. Und zwar gehen wir jetzt erstmal auf den Reiter Rezepte. So, hier seht ihr schon ein paar Rezepte, die wir angelegt haben im Laufe des Tests dieser One. Bei euch wird aber nur ein Rezept stehen, das ist das hier ganz am Anfang mit dem Namen Test. Und wenn ihr ein eigenes Rezept erstellen möchtet, dann müsst ihr auf jeden Fall das Rezept Test kopieren, weil da Standardparameter drin sind, die ihr unbedingt braucht. So, dann werden wir mal auf den Kopieren gehen. Da haben wir die Reiter Namen, Nummer und Text. Hier stellen wir jetzt ein Tür rot zum Beispiel und bestätigen das. So, jetzt haben wir ein eigenes Rezept, das heißt Test 1, was uns hier auch angezeigt ist. Dann gehen wir mal auf den Stift-Button. Hier können wir das Rezept noch nicht anlegen, sondern nur verändern. Wenn uns einfällt, oh nein, die Tür ist jetzt doch grün, dann geben wir hier Tür grün 2 ein mit dem Namen. Wir könnten vielleicht nochmal die Nummer und den Text ändern, wenn wir wollen. So, haben wir jetzt alles gemacht. Jetzt möchten wir wirklich mal anfangen. Also laden wir das Rezept. So, jetzt ist es hochgeladen, es ist dunkelblau angezeigt. Damit wissen wir, okay, wir können starten. Dann gehen wir mal in unsere Übersicht. Da oben steht es auch schon, Test 1, alles klar, das ist unser Rezept. Dann fangen wir mal an. Zu Beginn haben wir hier 4 Reiter, einmal mit den Namen Kabine, Pistolen, Reinigung und Teilemelder. Wir fangen jetzt einfach mal mit Kabine an. Da ist der Pistolenantrieb da, den wir einstellen können. Einmal die Doppelhübe, das heißt, wie schnell unsere Achse hin und her fährt, wie schnell wir lackieren möchten. Hier stelle ich das jetzt einfach mal von 18 auf 20 ein. Dann möchten wir noch den Kurvenumfang machen. Da taucht dann dieses kleine Feld auf. Das sagt uns, unsere Benutzerebene reicht leider nicht dafür aus, um das einzustellen. Die Parameter, die da eingestellt wurden, müssen uns so erstmal genügen. Dann können wir hier noch eine Seite weitermachen. Und zwar haben wir hier noch den Lufthaushalt. Die Zuluft können wir einstellen. Ich stelle die jetzt einfach mal hier von 50% auf 60 ein. Das Gleiche können wir ebenfalls mit der Abluft machen und die Nachlaufzeit, die ist vorgegeben, das ist wieder ein fester Parameter, da stören wir uns nicht weiter dran, das passt dann schon so. Alles klar, als nächstes widmen wir uns den Reiter Pistolen. Hier haben wir als erstes dann die Betriebsart. Da können wir erstmal gucken, wir sind gerade bei Pistole 1, ob wir die anhaben wollen oder eben aus. Wir lassen jetzt unsere mal an. Und dann können wir gucken, ob wir die ziehend oder schiebend fahren lassen möchten. Je nachdem, das Feld, was dunkelblau ist, wurde angewählt. Das sieht man auch hier oben, die kleinen Häkchen, ob wir jetzt, das ist zum Beispiel ziehend. Und mit dem anderen haben wir jetzt ziehend und schiebend, je nachdem, was man machen möchte. Das nächste ist der Pistolenversatz. Und
Da können wir einmal links und rechts einstellen. Das ist, wenn wir die Pistolen jetzt ein bisschen ändern in der Gradneigung, dann müssen wir den Versatz auf jeden Fall dazu anpassen. Der Pistolenstart ist für uns auch noch ganz wichtig. Die ersten Pistolen, die fangen eher an zu spritzen als die hinteren Pistolen. Das ist auch abhängig von der Lichtschranke, die dann die Teile erfasst, die da durchfahren. So, als letztes kommt dann Überspritzen. Das, je nachdem stellen wir das ein, wenn wir Kanten haben, hohe Kanten, tiefe Kanten, dass die Spritzen vielleicht eher anfangen zu lackieren oder weiter im Nachlauf machen. Wir haben natürlich vier verschiedene, das war jetzt nur bei Pistole 1. Die Reiter bei Pistolen 2 bis 4 sehen genauso aus, die kann man alle individuell einstellen. So, nächster Reiter ist die Reinigung. Hier haben wir unser Wickelantrieb, der sollte auf jeden Fall immer angeschaltet sein. Das ist besser für das Band, da man das sonst verunreinigt. Dazu noch die Standby-Zugkraft. Es wurde für uns schon alles voreingestellt, also können wir damit schon direkt loslegen. Zu guter Letzt kommt der Teilemelder. Hier ist eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir haben einmal den Pistolenantrieb und den Wickelantrieb. Beides können wir nicht einstellen. Das wurde alles schon für uns gemacht. Wenn Probleme aufkommen sollten, rufen wir den Fenjakop-Service an und die erledigen das dann für uns. So, jetzt haben wir eigentlich schon alles so gut eingestellt. Zu guter Letzt haben wir noch die Geschwindigkeit des Bands. Die können wir hier unten einstellen. Jetzt sind wir gerade bei 2,5 Meter. Ich möchte jetzt ein bisschen schneller fahren, auf 3 Meter die Minute. So, und dann hätten wir das schon eingestellt. Das Coole an diesem Programm ist halt, dass wenn man was einstellen möchte, einfach auf den Enter-Button drücken und dann ist das schon von alleine gespeichert. Das wird hier unten noch angezeigt und dann könnt ihr schon loslegen. Ja, somit sind wir am Schluss und ich wünsche euch viel Spaß mit der Fanspray One.